Hallihallo, liebe Freunde und Zuschauer, willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, es geht um das Indie-Spiel Factorio. Ja, das wurde mir schon öfter empfohlen von Kumpels, Kollegen, Freunden, wie auch immer. Und naja, ich habe mich die meiste Zeit davor gedrückt, weil ich gedacht habe, Indie-Game und Indie-Grafik und keine Lust, so viele Indie-Spiele schon gespielt und Early Access und so weiter. Aber ich habe es jetzt mal ausprobiert, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen will ich das jetzt mal ein bisschen zocken mit euch zusammen. Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, sage ich gleich, weil ich bin kein super Genie in so Sachen. Ich weiß zwar, wie so die Basis, Funktionen aufbauen, so funktionieren, aber ja, irgendwann kommt man so einen Punkt, da muss man halt alles so krass verwalten hier in diesem Spiel, dass das halt schon, es ist ein bisschen anstrengend. Aber es macht Spaß. Kurz zur Story, jetzt muss ich gerade überlegen, soll ich eine Kampagne spielen oder freies Spiel? Ich will erstmal ein freies Spiel machen, so, das lassen wir erstmal alles auf normal. Es geht in dem Spiel darum, dass man auf dem Planeten landet mit Aliens und man will von dem Planeten wieder weg und dazu muss man halt Erz farmen, sich eine Fabrik aufbauen, also ne, deswegen Factorio, eine Factory aufbauen. Und ja, ich bin dieser kleine Furz hier, dieser kleine Bauarbeiter, geil. Und ja, die Map ist ja auf Mittel ziemlich groß und naja, es geht halt darum, das alles zu automatisieren und aufzubauen und ja, hey, erstmal gegen Baum zu laufen natürlich. Hier unten seht ihr das Inventar und hier unten schon mal einen Bohrer und einen Ofen, die man zu Beginn bekommt, was ich geil finde. Hier ist direkt ein Eisenvorkommen. Eisen braucht man sehr, sehr viel für die meisten Sachen, deswegen ist das gut, dass das hier ist. Weniger gut ist, ich sehe keine Kohle. Ich glaube, hier rechts ist Kohle am Wasser. Voll easy. So, jetzt bauen wir erstmal, das ist das Menü, wir gehen jetzt auf E. Gibt es dann Handwerk, Geschichten, die man bauen kann, wie Logistik, Produktion, Zwischenprodukte, Militär. Ich muss mich auch wehren können. Kann ich mal gerade zeigen, ich habe diese geile Pistole. Ist so, geht so, ne? Was ich cool finde, wenn man hier was herstellen will und man braucht diese Zwischenprodukte, dann baut er diese Zwischenprodukte automatisch. Also das bedeutet, ich muss keine Zahnräder einzeln bauen, Mikrochips und so einen Scheißdreck. So, als erstes brauche ich jetzt mal eine Spitzhacke. Einfach linksklick, blub blub, und dann ist sie schon hier ausgerüstet. Man kann hier auch alles belegen mit in der Schnellleiste, aber ja. So. Jetzt würde ich sagen, wir machen erstmal ein bisschen Platz hier. Erstmal ein paar Bäume fällen, weil wir wollen ja hier gleich ein paar Fließbänder und sowas hinbauen. Und ja, das Problem ist, um nochmal auf die Aliens zurückzukommen, bei dem Spiel ist einfach, man baut ja hier seine Fabrik, Fließbänder und so weiter, was ja auch zur Folge hat, dass die Umwelt verschmutzt wird und der Planet gehört ja den Aliens, also die waren zuerst hier. Und wenn man halt in den hier im Bereich reinkommt mit der Verschmutzung, greifen die einen an. Und wenn man hier stirbt, dann ist man tot. Tot ist tot. Man kann zwar den letzten Spielstand laden, finde ich ganz gut, aber ja. Je nachdem, wo man halt gespeichert hat, ist das halt dann ärgerlich. Ich habe auch die Autosave-Funktion deswegen an. Oh, erstmal die Kohle hier freimachen. Ich glaube, so ein bisschen reicht auch. Auf jeden Fall greifen die an. Und das sind halt sehr viele kleine Insekten, Wuselviecher. Da gibt es verschiedene Arten davon. Und ey, die sind so schnell. Machen auch so viel Schaden. Muss ich ein bisschen auf. Achso, ja, hier. Nacht wird's auch. Hui. Geile Bergbaulampe. Das finde ich cool, dass man hier so nah ranzoomen kann. Oder halt auch extrem weit wegzoomen kann. Da habe ich voll einen guten Überblick. Ist halt richtig optimal, dass hier jetzt hier alles so nah beieinander ist. Kupfer, Kohle, Eisen, das sind die Sachen, die wir am Anfang brauchen. Und hier ist schön Wasser. Da können wir dann später eine Dampfmaschine reinbauen. Um halt alles mit Strom zu betreiben, weil die ganze Zeit Kohle überall in die Greifarme, in die Öfen und so reinzuschmeißen, nervt halt. Gut, das in den Öfen muss halt am Anfang sein. Ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt, dass ich da irgendwie Motorenöfen oder irgendwie andere Öfen bekomme. Ja, ein bisschen näher dran, damit man auch was sieht. Ja, wie gesagt, das Let's Play soll jetzt mal was anderes sein, weil jedes Mal Horror-Shooter und immer der gleiche Rotz. Da spiele ich jetzt mal wieder sowas. Bisschen Aufbau, bisschen Logik. Kann man auch im Multiplayer spielen.
Ist halt ein bisschen oldschool von der Verbindung. Es gibt keine Lobby oder so. Man muss irgendwie mit der IP verbinden von demjenigen. So oldschool wie damals bei Minecraft. Aber es ist, glaube ich, immer noch so bei Minecraft, wenn man das selbst aufsetzt. Muss man ja auch über die IP, glaube ich, noch verbinden. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich mache als allererstes mal Eisen fertig, weil Eisen ist wirklich sehr wichtig. Nehme ich mal diesen Bohrer. So, den können wir auf R, falls jemand das Spiel auch spielen will, erkläre ich schon mal ein bisschen die Steuerung. Mit R könnt ihr drehen. So, und der gelbe Pfeil ist dann halt, wo das rauskommen soll. Ich baue das jetzt mal hier hin. So, jetzt seht ihr, kein Sprit drin. Na, dann können wir gleich Holz reinmachen oder halt Kohle, weil da hinten ist ja schon Kohle. So, dann mache ich mal, ich kann mal gucken. Heizkessel brauchen wir gleich für Strom. Hier, seht ihr, befeuerter Greifarm. Ist schön und gut. Problem ist halt einfach, die muss man halt immer auffüllen. So, auf Alt könnt ihr dann die erweiterte Anzeige einstellen, damit ihr seht, was da drin ist. Ich zeige das mal kurz. Alt, so, Kiste aus. Wenn ich jetzt Alt drücke, dann sehe ich, Holz ist da drin. Sehr praktisch, weil wenn ihr sehr viel gebaut habt, verliert ihr den Überblick, wenn ihr da das ausgeschaltet habt. Deswegen lasse ich das immer an. So. So, wenn wir die Kiste jetzt hier hinstellen, geht halt der ganze Kram direkt in die Kiste rein. Und dann mache ich mal einen Greifarm, weil ich will das von der Kiste dann direkt in den Ofen gepackt bekommen. Blüpp. Und im Ofen wird das geschmolzen, dann könnte man dann nochmal einen Greifarm bauen, der das vom Ofen dann in der Kiste reinmacht, das Fertige. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, das machen wir alles später. So, jetzt hole ich erstmal ein bisschen Kohle. Ich will das direkt richtig betreiben, ich habe keine Lust hier auf Holz, was die ganze Zeit wieder leer ist. Wobei ich eigentlich genug Holz habe, komm. Ich habe eigentlich genug Holz eben gefarmt. Holz, komm. So, jetzt arbeitet dieser Bohrer. Machen wir hier noch den Ofen an. Seht ihr, der Arm. Der Arm funktioniert, obwohl er keinen Sprit hat. Ich wollte schon sagen, warum geht der denn? Seht ihr, man muss halt bei befeuerten Sachen überall die Kacke da reinmachen. Deswegen, wir brauchen so schnell wie möglich Strom. Das ist ganz wichtig. So. Für Eisen ist schon mal gesorgt. Wenn wir gleich genug Eisen haben, werde ich noch so einen Kohlebohrer bauen. Kohle ist halt wichtig, damit alles funktioniert. Vor allem halt die Dampfmaschine, weil die verbraucht sehr viel Kohle. Die will ich aber hier bauen. Deswegen mache ich hier schon mal den Wald ein bisschen weg. Und da will ich dann zwei Dampfmaschinen hinbauen. Weil eine Dampfmaschine ist schön gut, aber zwei sind halt besser. Gibt es halt mehr Dampf und mehr Energie. Wenn wir später ein Radar und so Kram bauen und so Schnickschnack, das kostet halt schon sehr viel Energie. Deswegen. Diese rosa Punkte da oben auf der Map sind übrigens Ölvorkommen, was auch sehr wichtig ist, später dann für Brennstoffe herzustellen, ne? Um Auto zu fahren und so Sachen. Autos kann man auch bauen, man kann sehr viel bauen. Ein Forschungslabor baue ich auch noch, da können wir dann neue Sachen erforschen. Oh, meine Hacke ist kaputt gegangen. Okay, wir brauchen Metall, um eine neue zu bauen. Achso, mit Steuerung Linksklick könnt ihr direkt komplett alles rausnehmen oder, glaube ich, Shift und Rechtsklick irgendwie nur ein Teil. Genauso könnt ihr auf Rechtsklick die Sachen teilen. Und dann, wenn ihr zum Beispiel von 50 Kohlen nur 25 da reinmachen wollt oder so. Naja, das sind alles so. Ja, soll vielleicht die Hacke auch herstellen. So. Ist klar. Gut. Knut. Muss ich mal überlegen, was ich als nächstes mache. Ob ich da vielleicht erstmal Kupfer da oben oder direkt Kohle. Muss ich mal gucken, wo sind denn diese Bohrer? Bohrer hier. Hier seht ihr elektrischer Förderer. Das machen wir gleich, wenn ich die Dampfmaschine. Ich könnte eigentlich jetzt auch warten, bis ich genug Eisen habe. Die Dampfmaschine direkt bauen. Da habe ich Strom. Und direkt mit denen hier anfangen, weil diese Kohleauffülldinger, die nerven halt. Brauche ich die Pumpe? Schaltkreis. Was brauche ich denn für einen Schaltkreis? Kupfer. Also müssen wir doch noch einen Förderer bauen. Oder ich baue das halt so ab. Aber das dauert halt ein bisschen. Ach, das ist doch. Das ist doch doof. So. Hallo? Danke. So, Förderer. Ich brauche einen Förderer. Was fehlt mir denn? Schmelzofen. Wieso brauche ich denn für so einen blöden Förderer einen Schmelzofen? Das ist ja Steinfarm, ist ja voll Kacke. Achso, auf M seht ihr auch eine Weltmap. Die wird auch größer, wenn ich das Radar installiere oder wenn ich halt alles erkunde. Aber, naja, zu Fuß ist halt ein bisschen gefährlich. Da unten ist Stein. Steine! Steine, 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 Steine.
Steine, 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 Steine. Boah, ist das laut, ey. Ich muss das leiser machen. So. Ich werde für die Kohle, glaube ich, dann direkt schon so einen elektronischen Förderer bauen. So. Einmal das. Dann brauchen wir nochmal einen Ofen und nochmal einen Greifarm und nochmal eine Kiste. Yippie-ya-ju. Dann gehe ich wieder hoch. Mach das gleich nochmal bei Kupfer. Jetzt sieht man übrigens, wenn ich hier drauf gehe, wie viel Ertrag. Also 3000. Aber nur halt von der Stelle hier. Keine Ahnung, ob das irgendwann leer ist, ob ich dann das Ding woanders hinbauen muss. Bis jetzt muss ich das noch nie machen. So, machen wir das mal so. Kiste. Kiste. Greifarm. Blöp. Dieser Strich bedeutet immer von da zu diesem Pfeil, da wird das hingebracht. Muss ja auch darauf achten, dass das Richtige rumsteht. So, wir haben ja noch genug Holz. So, einmal hier rein. Hier machen wir nur 20 und hier machen wir auch mal 50. So, machen wir noch ein paar Eisenplatten wieder raus. Dampfmaschine können wir schon bauen. Oh, nochmal einen Ofen, okay. Auch ein bisschen Holz. Ach, für was? Ich brauche Steine. Steine. Und Steine. So. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Später kann man auch eine bessere Hacke bauen aus Stahl. Die baut dann noch schneller ab. Logischerweise. Hält auch länger. Weil die gehen irgendwann kaputt. So. Heizkessel. So, und für die Pumpe brauche ich das Kupfer. Kupfer. Ich mache erstmal eine Dampfmaschine, die soll erstmal reichen. Und dann mache ich eine zweite noch dazu. Wenn erstmal alles mit Strom läuft, weil auffüllen, das ist echt nervig. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ja. So. Also ihr braucht, wie gesagt, für Strom, für diese Dampfmaschine drei Komponenten. Kessel, Pumpe und halt die Dampfmaschine. Dann nehmt ihr die Pumpe. Machen wir es so, oder? Reicht das vom Platz? Dann kommt der Kessel da dran, blip, der befüllt werden muss. Und hier dann die geile Dampfmaschine. So, jetzt machen wir hier erstmal Holz rein. Ey, hallo, Strommasten brauchen wir natürlich auch. Ah, dafür natürlich wieder Holz, nee. Am Anfang ist das immer ein bisschen viel Lauferei, viel manuelles Rumhacken und Farmen und so weiter. Aber wenn erstmal alles läuft und automatisiert ist zum größten Teil, dann kann man schon die Gegend erkunden. In der Zeit läuft halt alles von selbst. Was halt richtig nice ist. Wie gesagt, die Grafik ist halt Geschmackssache. Ja, es ist halt Indie, aber... Ich meine, es gibt Schlimmeres. Es ist eigentlich ganz nett. Es hat so seinen eigenen Charme und Stil. So, Platten. Wie viel waren da drin? 38, sehr gut. In den Klammern seht ihr mal die Gesamtzahl, die ich jetzt besitze. Ja, die Teile müssen gleich fertig sein. Also die Bohrer, weil Holz geht sehr schnell leer. So, jetzt machen wir mal ein paar Strommasten. Ein paar ist gut. Ihr habt da so eine Warteschlange übrigens. Und je nachdem, was ihr halt alles baut, werden die nacheinander dann abgearbeitet. Forschungslabor machen wir auch gleich. Dann können wir neue Techniken und logistische Spielereien erforschen. So, jetzt muss hier ein Strommast. Ne, warte mal. Den muss ich hier hin machen, weil ich will ja nebendran auch noch eine Pumpe bauen. So. Dip, dip, dip. Müssen wir mal gucken, dass die Stromleitung auch verbunden ist. Ja, komm. Ich habe beim ersten Spiel, was ich angespielt habe, das alles ein bisschen hässlich zusammengeschustert. Ich will das jetzt mal ein bisschen schöner hinbekommen. So. Ah, komm. Ich will ja, dass der Greifarm auch Strom hat, wenn ich da... Ah, scheiße. So. Nee. So. Dann gehen wir hier runter. Blip. Blip. So, jetzt haben wir schon mal Strom. Warum steht hier immer noch kein Strom? Nicht veräppeln. Der Kohle haben oder was? Das habe ich im ersten Spiel schon aber auch gehabt, dass irgendwie die Dampfmaschine erst nach Verzögerung funktioniert hat.
Warum auch immer. Boah, ist das anstrengend und ätzend. Wisst ihr was? Ich baue jetzt erstmal meine Stromteile dahin, bevor ich da anfange, jetzt das schon zu benutzen. Und dann ist die Kohle weg. So. Zwei Stromförderer. Hier, elektrischer Erzförderer. Dann machen wir gleich noch elektronische Greifarme. Einer ist schon mal fertig. Das Coole ist, ihr könnt im Spiel, wenn ich jetzt einen neuen Förderer habe, kann man die überbauen. Okay, beim Förderer funktioniert jetzt eher weniger. Aber bei anderen Sachen wie Förderbänder und so, die kann man überbauen, wenn ihr neue Förderbänder habt. Den muss ich jetzt leider abbauen. So, ah, der hat doch Strom. Aber müsste gleich aufhören. Ich habe ja nichts mehr reingemacht. So, dann tauschen wir den Greifarm aus. Und da habe ich direkt den alten dann hier drin. Mit Steuerung Linksklick könnt ihr die Leiste übrigens leer machen. So, das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt machen wir das noch weg. Dich machen wir auch weg. Müssen alles modernisieren hier. Zack. Und Steuerung Linksklick. Habt ihr es in der Leiste drin? Ist übrigens nummeriert von 1 bis 5 und hier Shift 1 bis 5. Nur mal so, ne, wenn er zockt. So, jetzt seht ihr, ne, kein Strom. Kein Problem. Kein Problem. Mach ich schnell den Strom hier. Nimmst du die Kohle. So. Hier kann ich draufklicken, dann sehe ich übrigens den Verbrauch. Ja, das geht. Ist halt noch sehr gering, wir haben ja kaum was. Später sieht das ein bisschen anders aus. So, und schon funktioniert schon mal das hier alles automatisch. Wie gesagt, ich will jetzt gleich noch einen Greifer anbauen, der das alles fertig in eine Kiste reinpackt. Wobei, ich könnte es ja auch aus dem Ofen rausholen. Erstmal. Ist halt schöner, wenn es in der Kiste liegt. Gut. Mal noch ein bisschen Holz. Hier. Jetzt müssen wir das gleich nochmal mit Kohle machen. Das ist echt geil hier. Also die Maps sind ja immer zufällig generiert, aber dass hier alles so nah beieinander ist, finde ich voll knorke, ey. Voll dufte. So dufte wie der Dampf, der hier rauskommt. Weil bei dem anderen Spielstand musste ich echt mega lange Fließbänder bauen. So. Ein Greifarm, ein Stromförderer, dann mache ich mal 1, 2, 3 Stahlkisten. Die haben nämlich mehr Platz. Strommasten 2 sollten reichen, glaube ich. Ja. So, wie machen wir das denn, dass es ein bisschen schön aussieht? Vielleicht hier so, hier oben. 15.000, 20.000. Ja, ich glaube, das so am Rand haben. So, dann nehmen wir hier wieder eine Kiste. Dann brauchen wir natürlich Strom. So, warte mal, das muss auch so irgendwie hingestellt werden, dass halt... Geht das so? Nein, zu weit weg. Ich bin zu blöd. War ja die Leine schon unterbrochen. Ich will halt, dass der Greifer auch Strom hat. Ne? Wenn er, na, egal. Hallo, was ist da los? Hä? Was ist mit dem Förderer los? Ist bekloppt oder was? Mach mal deine Arbeit. Kein Strom. Ach so. Oh, wie schnell ist das denn bitte schön leer? So, hier. Ach so, jetzt geht's. Oh, ich muss noch einen Ofen bauen. Ofen. So. Dann machen wir hier, das ist jetzt natürlich was, was ich, das ist natürlich totaler Bullshit, was ich gerade gemacht habe. Wartet mal, ich brauche doch hier gar keinen Greifarm. Hallo, mit F könnt ihr übrigens die Sachen einsammeln, die auf Rohling, ich lasse das einfach so hier, da rein und hol's dann hier so raus. Ja, ist doof, ey. So, machen wir hier Kohle rein anstatt Holz. Ich glaube, das hält länger. So, töff. Töff. Wir kriegen Kohle. Töff. Habe ich jetzt hier wieder ein paar Platten. Am Anfang reicht das, ne? Später kommen wir da ein bisschen in die Bredouille. Da brauchen wir ein bisschen mehr. So, ich will jetzt mal so ein Labor bauen. Achso, die Kisten wollte ich ja noch austauschen. So, hier. Weil Stahlkiste hat mehr Platz. So. Schon besser.
Ich finde das ein bisschen doof, dass dieser Greifarm halt immer nur so ein, zwei Stück da reinmacht und dann erst wieder nachfüllt, anstatt halt das Ding bis 50 voll zu machen, weil 50 ist die Grenze. Naja, vielleicht kann man das später mit neuen Geräten irgendwie ändern. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt seht ihr hier diesen roten Schimmer, ganz blass, das ist die Umweltverschmutzung. Und wenn man damit halt an irgendein Lager von diesen Aliens da kommt, dann werden die böse. Und wollen uns töten. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich mein Labor hinbaue. Mitten hier rein oder? Keine Ahnung. Vielleicht am besten am Wasser, das kann man gut verteidigen, später mit Mauern.